Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2 hier auf Crimson Butterfly Gaming. Mit mir, dem Wilhelm. Gib dich ihr hin. Und wir nähern uns langsam aber sicher dem Finale. Wir kommen jedenfalls immer näher. Das letzte Mal haben wir uns hier um Gilgard Alexander oder Alexander der Große gekümmert. Jetzt sehen wir mal, was uns hier unten erwartet. Persephone. Persephone. Ja, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Alles klar. Zeit, Eleanor zu finden. Hier hat man wieder einen schönen Ausblick auf Rapture. Na gut, teilweise. Na gut, so schlecht finde ich den Ausblick hier gar nicht. Weil man relativ wenig sieht. Vor allem, weil hier viel Gestein über uns ist. Wir scheinen in einer Höhle zu sein. Persephone. Ich finde es immer schön, wenn man einen Blick nach draußen hat. Das ist das Beste an Rapture. Dass man die Welt da draußen sehen kann. Telefon. Oh. Weg mit dem Buch. Oh, das ist ein schicker Gang. Aber wirklich. Der hat echt Style hier, dieser Tunnel. Der gefällt mir. Vater, komm schnell. Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ich beeil mich schon. Ich bin nicht da. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Daddy's home. Boah, Alter. So viel zu hacken. Meine Güte. Erstmal mit allem vollkaufen hier, ja? Gut, hiervon bauen wir auch nichts. Alles klar. Haben wir denn hier? Scheint nichts zu sein. Eine E-Spritze höchstens. Hier ein Audio-Tagebuch. Persephone. Meins die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird. Und wo sich ein Geschäft auftut. Aha. Sigler haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Wir haben schon mega lange nichts mehr von Tenenbaum gehört, will ich ja mal meinen. Wow. Am Anfang hat die noch mit uns geredet, hat uns gebettelt, dass wir ihr helfen. Haben sie kurz gesehen und dann ist sie wieder abgehauen. Seitdem
seitdem nichts mehr. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Ich traue der ganzen Situation hier nicht. Was haben wir denn hier hinten? Okay, da kommen wir nirgendwo rein. Dann auf geht's. Eleanor. Davon ist sie. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Scheiße. Jetzt wissen müssen. Oh nein. Oh, hi. Aber es macht nichts. So funktioniert das. Da können selbst die Big Sisters nichts mehr. Beeilung jetzt! Die Quarantänekammer wartet auf dich! Geh rein! Dein Signal reißt ab, Junge! Ich sehe und höre nichts! Irgendwas in dem Raum blockt mich ab! Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Hey! Scheiße. Das Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Ich hab doch alle gerettet, auch nicht bis auf mein Lebenswerk. Es war doch nur die eine. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich. Wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Nimm deine Hände weg. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen.
Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Oh ja, ich liebe diese Sequenz. Die habe ich ja fast vergessen. Du hast nun die Kontrolle über eine Little Sister. Du kannst nun Luftschächte benutzen und Adam von Leichen ernten. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater, aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Das ist echt geil, wie das alles aussieht durch die Augen der Little Sister. Da liegen wir auf dem Bett. Kriech durch die Schleuse da. Mach ich. Was mich ein bisschen frustriert ist, sie respektiert mich für all meine Taten. Dann wurde halt die Szene gezeigt, wie ich die erste Little Sister ausgebeutet habe. Man muss halt echt nur eine ausbeuten. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Das ist echt schade. Ich hätte echt gerne gehabt, dass... Eleanor da eher gut gelenkt ist. Weil ich mich wirklich bemüht habe, aber das Problem dabei ist einfach... Oh, das ist ein stylischer Big Daddy. Ich glaube, die werden wir später sogar noch treffen. Versteck. Aber ich musste halt mindestens eine ausbeuten für das spezielle Ende, das ich unbedingt wollte. Da liegt sie. Hier können wir nicht lang. Nein. Okay. Gehen wir durch den Lüftungsschacht. Sein. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Das hier wäre wahrscheinlich normalerweise eher Blut und keine Rosenblätter. Das ist echt geil, wie unschuldig das alles aussieht, wie harmlos. Achtung! Wie schön alles ist. Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Alles klar, mach ich. Ist mir das hier? Daddy trifft Dr. Gilbert. Da sieht man, wie ich das Monster Gilbert erlöse. Das ist auch eine interessante Sache. Je nachdem, wie man sich bei den drei NPCs entscheidet, demnach werden die drei Statuen auch anders aussehen. Da wir Gilbert erledigt haben, haben wir hier diese Statue. So. Daddy is so strong. Na gut, hier müssen wir zuerst lang. Hier, jetzt sehen wir Engel. Hübsche Frau, wirklich mit diesen leuchtenden Engelsflügen und Heiligenschein. Überall Rosenblätter und die Schmetterlinge. Dann sammeln wir mal etwas Adam. So sieht es halt in Wirklichkeit aus. So sieht es für die Little Sister aus. Das ist echt genial gemacht. Also ich liebe diese Sequenz. Alle braven Mädchen sammeln. Da hätte man eigentlich noch ein ganzes DLC rausmachen können. Aus der Sicht einer Little Sister. Oder ein DLC, wo man eine Big Sister spielt. Das wäre interessant. Komm her, du kleine Göre! Ach, hey, du kleine... Hm.
Auch interessant. Das ist echt geil alles. Hier. Genau, da wie wir, Grace Holloway. Die haben wir ja gerettet. Deswegen. Nur komm. Da. Daddy trifft Tante Gracie. Sie haben wir nicht getötet, deswegen sieht man hier die, Statue, wie wir sie tragen. Das ist echt interessant. Fehlt nur noch das mit Stanley Poole. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. So ist wie ein hübsches Kleid gerade. Aber in Wirklichkeit ist es der Anzug einer Big Sister. Ich frage mich, Ken Levine hat ja aufgehört. Also Interactive. Moment. Irrational. Genau, Irrational hat ja aufgehört jetzt bei 2K. Oder sowas in der Art. Bioshock Infinite und die DLCs davon waren halt das letzte der Bioshock-Reihe. Wirklich von Irrational und Ken Levine. Aber Bioshock 2 ist ja auch nicht gerade so schlecht. Das DLC ist vor allem ziemlich gut. Und das ist ja nur von 2K. Ich frage mich, ob 2K noch ein Bioshock-Teil machen wird. Auch wenn es nur des Geldes willen ist, weil sich Bioshock gut verkauft. Ich hätte echt gern noch ein Bioshock-Teil. 10 Jahre, Vater. Gefangen wirklich in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Hallo? Was soll das? Da ist doch ein Engel. Okay, ich glaube, die Tür ist kaputt. Oder? Dann habe ich gar nicht gedacht. Ich glaube, ich muss hier durch den Lüftungsschacht, um da reinzukommen. Ist mir gerade mal so ins Auge gesprungen, dieser Lüftungsschacht. Ich glaube, man kommt durch die Tür so gar nicht durch. Boah, das ist so dunkel hier. Wie können die Little Sisters denn da was sehen? Können die sich da zurechtfinden? Tatsache, die Tür ist einfach nur im Arsch gewesen. Hier haben wir noch einen Engel. Das Geräusch. Ja, als Little Sister sieht alles noch wirklich schön aus hier. Da ist noch alles in Ordnung. Ihr Tag ist der Easttag. Okay, und hier haben wir das letzte. Oh. Big Sister Helm. Daddy trifft Onkel Stanley. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Stimmt, da ist wieder das mit Gilbert. Das scheint wohl der letzte Teil zu sein. Die Waffen einer Big Sister. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich habe so ein mieses Gefühl, dass sie sich jetzt nur auf das konzentriert, dass ich die erste Sister ausgebeutet habe. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, das ist halt der Preis davon, wenn man nicht 100% auf das gute Ende geht.
Ich überlebe, koste es, was es wolle. Genau wie du. Meine neuen Sisters haben dir vertraut. Aber du hast dir genommen, was du brauchtest und hast sie dann weggeworfen. Das stimmt nicht. Und ich habe jedes Mal gespürt. Na schön. Es war nichts Persönliches. Es war eben das Gesetz der Natur. Ja, das ist echt doof. So ist das jetzt leider gelaufen. Also, was sie jetzt gesagt hat, das wäre ein vollkommen anderer Text, wenn man wirklich alle Little Sisters gerettet hat. Aber wir haben die erste ausgebeutet. Und deswegen ist sie jetzt... das auf die schiefe Bahn gekommen. Aber... naja. Das macht nichts. So, jetzt wird es Zeit. Und so ist das, was ich jetzt tun werde. Vollkommen natürlich. Oh, das ist viel besser. So, jetzt. Oh, das war richtig unangenehm. Das ist aus der Sicht der Little Sisters zu sehen. Und da kommt sie, Eleanor. Diese Anzüge haben mich immer an dich erinnert, Vater. Die Haut eines geborenen Kämpfers. Und jetzt bin ich bereit, an deiner Seite zu kämpfen. Mutter hat keine Chance. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Jawohl. So, das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Rufe Eleanor in ihrer Big Sister Form, damit sie dir im Kampf zur Seite steht. Eleanor rufen, lass dir von ihr helfen. Sehr schön. Oh, noch ein Geschenk. $10. Naja, gut. Immerhin etwas. So. Jetzt kann es auch wieder richtig weitergehen. Jetzt sind wir wieder wir. Und wir brauchen Benzin. Jetzt geht's wieder los. Jetzt wirst du dich einfach aus. Du versuchst nicht zu weinen. Bleib lang, Kelly. Komm mit ein paar Freunden wieder. Subject Delta. Meine liebe Ich Kleine. Weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Oh Gott. Sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Alles klar, auf geht's. Na komm mit, meine Kleine. Oh, hier geht's schon weiter. Aber Sekunde, ich will noch hier rüber.